Frau Achzenheimer, frisch frisiert. Die Frage 1. Sind Sie liiert? Oh, sowas ist mir mal passiert, doch sage ich ganz ungeniert, ich bin inzwischen unliiert, was manche sicher irritiert. Frau Achzenheimer, unter Kennern, was lieben Sie so an den Männern? Man kann sie so schön vernaschen. Mir scheint, Sie sind ein Mörderweib. Was treiben Sie zum Zeitvertreib? Wie was? Mörderweib? Das täuscht total. Ich bin richtig lieb. Mit Poesie auf schnellen Pisten, Sie stehen wohl auf heiße Kisten. Hier gilt die altbekannte Weisheit. Hast du im Leben richtig Stress, such dir einen Typ mit viel PS. Doch sonst ist alles sehr im Lot. Der Mann bei Ihnen ist oft tot. Oh, das ist ein Aggregatzustand, der mich persönlich einfach sehr anspricht. Man hat dadurch mehr Ruhe und es ist ein gewisser Energiesparmodus zu verzeichnen, weil man ja dann eben für den Partner weniger Futter braucht. Frau Achzenheimer, mal ganz ehrlich, sind manche Männer wohl entbehrlich? Ja, Hasi Mausi Pupsi, ich komm ja gleich. Ist schon gut, ja. Bis dann, Servus, wie war nochmal die Frage? Können Sie uns hier mal Einblick geben? Sie wecken tote Leute zum Leben? Rein theatralisch, versteht sich, grab ich schon gern in der Historie und ich erwecke gerne Menschen wieder zum Leben, die ja ansonsten zu jahrhundertelangem Schweigen verurteilt sind. Es ist ein bisschen tragisch unter der Erde, finde ich. Deswegen sollte man gerade diese Menschen wieder auf die Bühne holen. Zum Abschluss diese Frage nur. Wie kämmt sich denn nun ein Lemur? Ja, Moment. So. Frau Achzenheimer. Bravo, bravo. She's a crazy psycho host beast and I don't know what to do. You gotta help me, man.